Stangentanz. Das war lange ausschließlich im Rotlichtmilieu verbreitet. Mittlerweile hat sich Pole Dance einen Namen gemacht, als sehr anspruchsvolle Sportart. Meine heutigen Gäste sind frisch gekürte deutsche Meister im Pole Dance. Dafür nehmen sie auch jede Menge blauer Flecken in Kauf. Und ich freue mich auf Amalia Lang und Kayla Birch aus der Pfalz. Es ist Hochleistungsakrobatik, ein Ganzkörpertraining, ein Sport, bei dem sich alles um die Stange dreht. Und sie haben den Dreh raus, Amalia Lang und Kayla Birch aus Baumholder. Sie sind Polerinas aus Leidenschaft. Mit der eigenen Körperkraft an der Stange halten und dabei eine sportliche, elegante Figur machen. Darum geht's in ihrem Sport. Da bleiben blaue Flecken nicht aus. Seit 3 Jahren stehen die Tänzerinnen gemeinsam auf der Bühne und gewinnen einen Titel nach dem anderen. Ihr jüngster Erfolg vor wenigen Tagen: ein zweifacher Sieg bei der deutschen Pole Dance Meisterschaft. Und heute sitzen Sie mal ganz ruhig auf unserer Couch. Ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Amalia Lange und Kayla Birch. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch auch direkt. Vielen Dank. Gleich zweifach jetzt bei der deutschen Pole-Meisterschaft gewonnen. Was muss man denn tun, um so erfolgreich zu sein? Wir trainieren fast täglich und eigentlich täglich ja und circa 2 bis 3 Stunden täglich. Okay, also es ist tatsächlich ganz viel Training notwendig. Aber Sie haben jetzt schon so viele Siege eingeheimst. Ist das mittlerweile Alltag? Nee, auf keinen Fall. Man ist immer wieder von Neuem begeistert und ein neuer Kampf steht jedes Mal ein. Mhm. Aber begeistert, aber auch oft verletzt. Wir haben gerade schon gesehen, da waren blaue Flecken. Ist das häufig? Haben Sie sich schon mal richtig verletzt? Das ist jeden Tag so. Jeden Tag? Jeden Tag etwas müssen wir overcomen. Aha. Ja. Sie kommen aus Amerika. Ja. Sie sind seit 5 Jahren, leben Sie in Deutschland. Ja. Wie weit verbreitet ist Pole Dance denn in den USA? Ich denke, das ist viel weiter als Deutschland. Aber unser Deutschland-Team ist klein und süß und stark zusammen. Was heißt das, das Deutschland-Team? Wie viel gibt es denn da in diesem Bereich? Ui, also für die Nationalmeisterschaften gibt es viele, aber die Besten kommen dann nur zur Weltmeisterschaft und das ist dann das deutsche Nationalteam. Okay. Weltmeisterschaft steht dann auch bald wieder an? Genau, in Kanada dieses Jahr im Oktober. Im Oktober, da waren Sie letztes Jahr auch schon mal, sind Achte geworden. Ja. Wie stehen denn die Chancen dieses Jahr? Ich glaube, ein Tickel besser. Also wir sind mit auf der Weltrangliste viel weiter oben als letztes Jahr. Momentan beides auf dem 2. Platz. Mal sehen. Wir hoffen auf das Beste, aber es ist tagesformabhängig. Was müssen Sie tun, damit es tatsächlich ein 2. Platz wird oder vielleicht sogar ein 1.? Bei der Sportkategorie müssen wirklich alle Regeln eingehalten werden. Das Formular muss richtig ausgefüllt werden. Man muss komplett gerade sein, Zehenspitzen gestreckt. Und bei der Artistik kommt es darauf rüber, dass wir unsere Geschichte, die wir erzählen wollen, auch dem Publikum rüberbringen. Das heißt, während Sie da an der Stange tanzen, erzählen Sie noch Geschichten? Genau. Was sind das für Geschichten? Bei dieser Geschichte geht es wirklich um die Frauenpower, also um eine Suffragettenbewegung, das ist eine Ode an die Suffragettenbewegung. Wenn man so eng zusammenarbeitet wie Sie, da muss man sich doch blind vertrauen können. Da muss ja wirklich Hand in Hand, das muss ja passen, weil sonst liegt man schnell auf dem Boden und nicht mehr an der Stange. Wie ist das mit dem Vertrauen? Wie war das von vornherein da, als Sie sich kennengelernt haben? Ich glaube ja, oder? Ja, definitiv. Wie haben Sie sich denn überhaupt kennengelernt? Durch Pole. Eigentlich. Ja, ich habe angefangen, in Ihrem Studio zu trainieren und dann direkt los. Ja. Sie haben ein Studio. Genau. Und ich lese es immer mal wieder, ich höre auch immer mal wieder davon, dass Pole Dance eine Sportart ist, die super fit hält. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch nichts für jeden. Ich finde schon. Also wir haben wirklich alle Frauen da, klein, groß, dick, dünn, alles da. Okay, und welche Übungen machen denn die kleinen Dicken? Die machen alles, was die anderen auch machen. Also wir tasten uns ganz klein dran. Wir gehen noch nicht in der ersten Stunde über Kopf. Und das lernt man alles. Man baut Kraft auf und irgendwann hängt man über Kopf. Egal, welches Alter. Früher war Pole Dance ja nun Nachtclub-Tänzerinnen vorbehalten. Das war so im Rotlichtmilieu angesiedelt. Was hat sich denn da in den letzten Jahren getan, dass das mittlerweile ja tatsächlich salonfähig geworden ist? Oh, ich glaube, sehr viel. Aber ich muss ehrlich sein, ich dachte das auch am Anfang so. Ich wurde ja zum Pole Dance gezwungen und bin dann erst nach und nach
zu der Erkenntnis gekommen, dass es ein super Sport ist. Und ich glaube, gerade auch unser Verband, in dem wir starten, der hilft das als Sport rüberzubringen. Jetzt müssen Sie uns erklären, was Sie damit meinen, dass Sie zum Pole Dance gezwungen wurden. Meine Bodybuilding-Trainerin, die hat mich regelrecht gezwungen. Die hat gemeint, oh, du bist so klein und dünn und flexibel und du hast so viel Kraft, du musst es ausprobieren. Und ich so, nee, mache ich nicht. Ich tanze nicht an der Stange. Und dann sagte sie, oder sie hat mir immer wieder Bilder geschickt und mich bombardiert. Und dann habe ich irgendwo nachgegeben. Ich so, ich probiere es jetzt einmal aus. Und eigentlich beim ersten Stangenkontakt bin ich der Stange verfallen. Was ist das denn? Was sind Sie da verfallen? Was ist das Besondere an dieser Sportart? Ich glaube, dass man über sich hinaus wächst. Also man lernt seinen Körper kennen, man lernt seine Kraft kennen, man lernt seine Grenzen. Und wichtiger ist, man lernt, über diese Grenzen drüber zu gehen. Und das hat mir noch vorher kein anderer Sport gebracht. Okay. Aber es sind ausschließlich Frauen, die bei Ihnen trainieren. Es ist kein Mann an der Stange. Doch. Ja, doch. Auch Männer. Was sind das für Männer? Auch alles Mögliche. Von Bodybuildern zu Fußballern haben wir momentan ganz viele. Ja, alles dabei. Was für eine faszinierende Sportart. Man sieht Ihnen auch an, wie gut trainiert Sie sind. Dann drücke ich Ihnen fest die Daumen, dass bei der Weltmeisterschaft im Oktober in Kanada alles gut geht. Und weiterhin viel Freude mit Ihrem Sport. Danke für Ihren Besuch heute hier bei uns. Dankeschön.